Im Namen des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin darf ich Sie sehr herzlich zu unserem virtuellen Symposium begrüßen. Wir möchten mit diesem Symposium ein deutliches Signal der Kontinuität der engen bilateralen und multilateralen deutsch-japanischen Zusammenarbeit in diesem außenpolitisch sehr bedeutsamen Thema senden. グテーレス国連事務総長の言葉を借りると、核兵器の保有が安全保障を強化するのではなく、弱体化させるという教訓は未だ学ばれていません。過去75年間、特に冷戦後に得られた成果が完全に風化してしまう恐れがあります。核軍縮、軍備管理、核不拡散をテーマに据えたシンポジウムを、日独の協力の下で実施することは非常に有意義であると思っております。日本は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしていく使命を有しております。Für uns bleibt der nukleare Nichtverbreitungsvertrag der Rahmen für erfolgreiche Abrüstungsbemühungen. Warum? Ganz einfach, weil nur der Nichtverbreitungsvertrag der NVV ein quasi universelles Engagement der Staatengemeinschaft garantiert. Deshalb wird die NVV-Überprüfungskonferenz im nächsten Jahr auch ein Lackmustest. 日本とドイツは核兵器禁止条約に入るか入らないかではなくて、いつ入るのか。どのような条件の下で入るのかということへ議論をシフトさせる必要があります。Wir müssen Gräben überwinden, wir müssen Brücken bauen. Die Polarisierung der letzten Jahre finden wir als die größte Hürde für praktische Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung. Und Deutschland und Japan können diese Gräben überwinden helfen.